Hallo, ich habe dieses Video erstellt, weil wir momentan mit sehr vielen Büchern zum Thema Internetmarketing und Erfolg, Persönlichkeitsbildung und so weiter überschwemmt werden. Und viele von den Büchern habe ich gelesen und möchte hier mal zu den einzelnen Büchern was sagen. Das ist ein Riesenstapel. Ich habe den mal hier vor mir aufgebaut und greife da jetzt mal rein, damit ihr seht, was ich eigentlich in den letzten 12 Monaten so gelesen habe, unter anderem. Ich höre natürlich auch sehr viele Hörbücher, aber diese Bücher habe ich alle gelesen und möchte dazu was sagen und fangen wir gleich an. Ich zeige euch jetzt erstmal diesen Stapel. So, das hier sind die Bücher, die ich so in den letzten 12 Monaten gelesen habe, wobei ein Buch dabei ist, das habe ich zum 3., 4. Mal schon gelesen und lese es immer wieder und bin gerade momentan wieder dabei am Lesen, und zwar ist das hier das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, kann ich euch nur empfehlen. Also ich finde da immer wieder was Neues drin, das habe ich auch als Hörbuch und höre das natürlich in meinem Auto, wenn ich auf der Autobahn fahre, ist das halt ganz wichtig. Ein weiteres Buch, was ich auch empfehlen kann, allerdings ist es nichts für Anfänger meiner Meinung nach, ist etwas schwer zu lesen. Man sollte da schon wissen, worum es geht, und zwar ist das hier von Dirk Michael Lamprecht und Ralf Schmitz, sein dicker Wälzer mit, Gebrauchsanweisung, Internet, Marketing und Partnermarketing. Ist ganz interessant. Die Links zu den Büchern, die ich gelesen habe, tue ich euch dabei. Und dann ist natürlich ein Klassiker, der mich jetzt schon seit, mindestens 15 Jahren immer wieder raushole. Und zwar ist das hier das Buch, kostet kleines Geld in der Buchhandlung, von Jörg Scheel, Profit machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele, die neuen Bücher hier geschrieben haben, aus diesem Buch abgeschrieben haben. Dann, ganz neu, 24-Stunden-Buch. Ja, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht besonders überzeugt. Sind einige interessante Tipps drin. Vielleicht könnte der Autor, wenn der nochmal ein neues Buch schreibt, darauf achten, dass es vielleicht besser zu lesen ist, weil es ist alles, sieht eher aus wie so eine Diplomarbeit oder Bachelorarbeit oder Doktorarbeit. In diese Kategorie würde ich das reintun. Dann haben wir hier das Buch von Benedikt Arnfelder. Auch interessant. Konnte ich auch einige interessante Dinge rausholen, aber es wiederholt sich natürlich auch einiges in den Büchern. Dann habe ich hier das Buch von Sai Chiripur und die dazugehörige DVD. Ja, Lebensgeschichte von Zeit und so weiter, ganz interessant. Aber das gilt für das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Dann ein Buch, von dem man sehr viel lernen kann, was Vertrieb angeht und so weiter, ist von Alexander Riedel, und zwar sind das die Bücher, die sich mit dem Thema Network Marketing und so weiter auseinandersetzt. Und Network Marketing ist für mich schon ein interessantes Thema. Ich halte Network Marketing für eins der besten Systeme, um mit wenig Geld ein gewisses Grundeinkommen zu erreichen. Es ist nicht einfach. Oder es ist nicht leicht, einfach ist es schon. Man muss halt da seinen Arsch hochkriegen, um entsprechend erfolgreich zu sein. Dann natürlich hier ein Buch, Anthony Robbins, das Power-Prinzip. Ja, seht ihr, ich habe mir da auch Notizen reingemacht. Sehr empfehlenswert, das ist ein Buch, was ich ja auch schon zweimal gelesen habe, aber das nehme ich immer mit in Urlaub und lese mir das nochmal. So, dann
wir müssen alle mit Menschen sprechen und telefonieren oder wie auch immer. Da habe ich hier ein Buch von Roland Arndt, Menschen gewinnen per Telefon. Auch interessant, wenn man da was lernen möchte. Und ja, ein weiteres Buch, und zwar von Matthias Aumann, nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ja, er war besonders schlau, also ich habe das Gefühl, der hat aus einigen Büchern vorher alles zusammengeschrieben, nochmal eine Zusammenfassung. Es sind ein paar Sachen, die ich auch aus anderen Büchern kenne, hier drin. Also ja, ist ganz interessant. Wer es mag, kann sich das Buch holen. Wie gesagt, die Links dazu tue ich nochmal runter. Ein wichtiges Buch, was ich euch empfehlen würde, was eigentlich auch nur ein paar Euro kostet in der Bücherei, müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es das noch oder bei Amazon, ist von Arthur Willems Das Gewinnerprinzip. Ja, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass einige der Autoren, die ich hier so habe, auch hier rausgeschrieben haben. Ein Buch, was ich eigentlich auch schon seit 10 Jahren oder länger habe, ist das hier. Das universelle Erfolgsgeheimnis von Helmut Amt. Sehr empfehlenswert. Das gibt es auch als E-Book bzw. auch als Hörbuch. Und den Link zum E-Book tue ich euch unter das Video da drunter. Ich habe das Buch schenke ich auch meinen Coaching-Kunden, weil ich finde es besonders wertvoll hier. Und Helmut war einer der ersten, der eine Anleitung geschrieben hat, wie man wirklich sein Leben verbessern kann und finanziell weiterkommt. Also dieses Buch würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe noch einige auf Lager. Wenn mir jemand eine Nachricht schickt, kann ich dem einen oder anderen noch eins schenken. So, dann ein Buch über die Selbstorganisation, was ich besonders gut finde, ist hier Thomas Mangold. Thomas Mangold beschäftigt sich mit dem Zeitmanagement und so weiter. Er hat auch einen sehr interessanten Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Thomas Mangold. Dann haben wir ein Buch, was ich auch schon mehrfach gelesen habe, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Auch sehr empfehlenswert, viele interessante Sachen drin. Dann Jakob Hager, Neukundengewinnung, auch ein interessantes Buch. Viele Wiederholungen natürlich zu anderen drin, aber er hat ein paar Dinge, die schon von anderen unterscheiden. So, dann habe ich hier Geldmaschine, Internetmarketing. Ja, weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Also auch wieder Wiederholungen. Ja, dann dieses Buch war eins der ersten, was auf den Markt kam, von Chris Delius, Internetvisionär. Kann man sich zulegen, bringt einen nicht besonders weiter. Ein Buch, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist Erfolgbar von Florian Schörl. Dieses Buch habe ich im Urlaub gelesen, habe es sogar mit auf den höchsten Gipfel geschleift. Sehr interessant, viele interessante Anregungen drin, kann man empfehlen. Dann hier das Buch von Denny Adams, Mama, ich habe es geschafft. Ist auch interessant, erzählt die Geschichte von Denny und gibt einige Tipps. Also kann man lesen. Dann ein Buch, was ich eigentlich immer in der Tasche habe und da immer wieder mal reinschaue, das ist hier Dirk Kräuter, Entscheidung Erfolg. Das ist eigentlich kein Buch, sondern das ist eine Checkliste, wo ihr euch jeden Tag neu inspirieren könnt. Also Dirk Kräuter, Entscheidung Erfolg. Dann eins, was ich auch zweimal gelesen habe und durchgearbeitet habe. Ihr seht hier, ich habe hier, sind solche Marker drin und so weiter. Das ist Reicher als die Geissens, und dazu gibt es natürlich auch umfangreichen Videokurs und so weiter. Also was der Alex hier raushält, ist schon der Hammer. Gleiches gibt natürlich auch für Dirk Kräuter. So, dann haben wir hier dieses Buch,
da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich unheimlich schwer getan, das zu lesen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu lesen. Fällt eigentlich in die Kategorie von dem ersten Buch, was ich da gesagt habe. Das ist eher ja, eine Bachelorarbeit oder eine Doktorarbeit über Marketing. Also ja, empfehlenswert. Dann haben wir wieder runtergreifen hier, weil ich die Stapel hier unten habe. Von Thomas Glusmann. Das Online-Marketing-Praxis-Handbuch, ja, auch interessant, etwas klein geschrieben und ich brauche eine Brille, tue ich mich immer ein bisschen schwer. Besonders die Abbildungen da drin, die könnten ein bisschen größer sein, aber einige Tipps drin. Thomas Glusmann ist ja auch einer der erfolgreichen Coaches und Internetmarketer. Von ihm habe ich auch noch ein weiteres Buch gekauft, und zwar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen. Auch dieses Buch kann man uneingeschränkt empfehlen. Auch hier seht ihr, habe ich mir einige Marker reingemacht, weil ich da immer wieder reinschaue. Und dann habe ich natürlich ein Buch hier, das eigentlich in jeder Bibliothek nicht fehlen dürfte, bei dem, der sich mit Internetmarketing beschäftigt. Und zwar ist das von Axel Andersen, Mehr Geld, mehr Erfolg im Direktmarketing. Also hier sind viele Infos drin, die ihr gut gebrauchen könnt. Und dann kommen wir zu einem weiteren Schinken, wo ich immer wieder drin rumblättere und Ideen hole. Und zwar ist das hier, das Buch heißt 1 Kilogramm Content. Hier sind viele Tipps drin, gerade wenn ihr E-Mails schreibt oder wenn ihr Marketing macht oder ja auch für normale Werbebriefe oder sonst irgendwas. Wunderbar geeignet. Hier kann man sehr viele Tipps rausholen. 1 Kilogramm, das Ding wirkt wirklich ein Kilogramm. Ja. Und dann, last but not least, einen Wälzer, den ich auch immer wieder zur Hand nehme und durcharbeite. Und ihr seht, hier sind auch diese Marker drin. Tools der Titanen. Also dieses Buch sollte auch bei keinem im Bücherregal fehlen und lesen. Soweit dazu. Dann kann ich euch nur noch empfehlen, abonniert Audible. Ich tue euch diese ganzen Links zu den Büchern, wenn ihr da was einreichen habt, unter diesem Video verlinken. Und über Kommentare würde ich mich freuen. Wie gesagt, das ein oder andere Buch muss man nicht unbedingt haben. Es ist interessant. In jedem Buch gibt es das ein oder andere, was man zusätzlich mitnehmen kann. Bei den relativ jungen Internetmarketern wiederholt sich natürlich einiges, weil und ich habe auch noch, bevor ich diesen Stapel gelesen habe, Bücher gelesen, und da kommt natürlich vieles wieder zum Vorschein, was ich, ja, ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren mal im allgemeinen Marketing- oder Vertriebsseminar gelesen habe. Nichtsdestotrotz, das ein oder andere Buch ist interessant. Empfehlen würde ich auf jeden Fall Dirk Kräuter, Alex Fischer, diese Bücher müsst ihr haben, Tools der Titanen und das 1 Kilogramm Marketing, so wie hier dieses Buch, Mehr Geld und Erfolg im Direktmarketing. Das war's. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.